Gut gefiel. Und da es sich so ergab, dass zuerst ein Schlagzeuger gebraucht wurde, spielte er das Schlagzeug. Erst in verschiedenen Bands, aber immer in Garagen. Doch eines Tages sollte es geschehen, dass er, Jay, von einem Mann aus den USA entdeckt wurde. Nachdem er dies tat, produzierten die beiden in London eine Langspielplatte, die nun weltweit erscheinen soll. Das alles klingt wie ein Märchen und erinnert mich an die Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber wir haben ihn besucht, Jay, in seiner Wohnung im Prenzlauer Berg, in der er auch an seinen Musiken bastelt. Wir wollten nun wissen, wie das denn nun war, dass Jack Riley, der Mann aus den USA, der bereits mit Stones, Prince und den Beach Boys zusammenarbeitete, den Ostberliner Musiker Jay entdeckte. Ja, also er hat sich für die Band Die Anderen interessiert, kam eines Tages zur Probe und hat ihm nicht so gut gefallen, also hat ihm nicht so gefallen. Ah, ja. Wochen später kam er dann wieder. Ich habe ihm einfach mal meine Songs vorgespielt, die ich so auf Kassette hatte, die Komposition, die für mich so ein Zimmerchen gemacht hatte. Und die haben ihm sehr gut gefallen. Mhm. Wir haben bessere Demos davon gemacht, um den nochmal anderen Leuten vorzuspielen. Mhm. Und dann haben wir entschieden, davon eine Platte zu machen. Erzähl mal ein bisschen was. Ein bisschen Cover. Kaffee, gut, Kaffee. Erzähl mal vielleicht gleich zwischendurch ein bisschen was zu den Songs. Du warst ja früher bei den Keller- und Garagenbands, die anderen haben wir schon gesagt, auch bei anderen Gruppen. Ja. Und jetzt warst du ja, vielleicht würden manche Kollegen sagen, schnöden Pop. Ne? Pop? Schnöden Pop, oder? Ja, also. Ist das nicht eigentlich Verrat, finsterer Verrat, wie man da geht? Erstmal, Pop kann man nicht sagen. Also klar, Pop kann man schon sagen, aber schnöden Pop, also das ist ja einfach mal die. Ich meine, wenn du das böswillig oder bösartig sieht. Also findest du nicht? Nein, also die Kollegen, die, sagen wir mal, von den anderen, die Leute, mit denen ich da zusammengespielt habe, die haben völlig alle unterschiedliche Meinungen. Mhm. Denen gefällt eigentlich die Musik. Also ist es nicht so, dass die Ex-Kollegen jetzt sagen, also das ist ganz schöner Müll, den du hier fabriziert hast? Nein, also... Die Songs stammen zum größten Teil, oder ausschließlich von dir, ne? Ja. Und die Texte von Jack Riley, zum größten Teil jedenfalls, wie lief da die Zusammenarbeit ab mit den Texten und mit der Musik? War da zuerst die musikalische Idee oder die Texte? Also zum größten Teil war zuerst... Mein Einlesen können wir auch. Ja, natürlich. Na? Zuerst war meistens die musikalische Idee, die Komposition da. Ja. Und dann der Text, also die Idee habe ich mit Jack zusammengefunden. Und vor allen Dingen, wegen dem Englisch hat dann Jack auch viel an. Es war zu lesen, du bekommst einen 5-Jahres-Vertrag, 1 Million Dollar hängen dran, das klingt ja wirklich nicht schlecht, und du wirst beteiligt an den Plattenverkäufen. Trotzdem weiß man ja auch, dass die Brüder und Schwestern aus dem Westen mitunter doch versuchen, einen über die Rolle zu ziehen. Wie hast du dich dagegen abgesichert? Also erstmal dieser Vertrag, so ein Managementvertrag, weil hauptsächlich die... Das ist eine Tasse hier. Nein, nein. Was die Geschäftsführung eigentlich übernimmt, Verträge und alles Finanzielle und Auftritte, Touren, also Vermittlung zu Agenturen und so. Mhm. Was hat eigentlich mit der Plattenproduktion nichts zu tun. Und dieser Vertrag ist über 5 Jahre, wie gesagt, garantiert 1 Million Dollar. Also ist eine Menge Arbeit drin. Die Platte ist in der DDR jetzt gerade herausgekommen und wann wird sie in Amerika herauskommen, in Großbritannien? Da dauert es ja halt noch ein bisschen, ne? Ja. Also in Amerika kommt sie raus Mitte April um 15 rum und danach Ende April, ein bisschen später, also Europa, Holland, Belgien, Frankreich und ja. Aber dann wirst du die Tour startet mit der Plattenveröffentlichung, also ein bisschen kurz danach anfangen. Aber in Amerika nicht? In Amerika fängt es an, ja. So, eine bescheidene Frage. Ich meine, wenn einer von uns irgendwie Zeit und Geld hat, kann er ja vielleicht nach Amerika fahren. Aber es ist mit dem Einreisevisum, das dauert bei den Amerikanern. Wo wirst du das erste Auftritt in Amerika? Da gibt es noch keine. Also ich weiß die festen Termine, die neuen Städte, weiß ich noch nicht. Also in allen größeren Städten. Also zuerst Amerika, dann Europa. Ja. Und dann auch DDR. Auch DDR. Gut. Wir bedanken uns für dieses Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass es alles so klappt, wie du es vorstellst. Ne? Dankeschön. Und bei diesen Pötten jetzt Prost hier.
Jeans.